Hier wurde einer von Damien an. Rechtliche Ware. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Kopf verlieren wir doch nicht, oder? So, finden Sie den Zugangscode zu Racines Büro. Der wird wahrscheinlich wieder irgendeiner mit sich rumschleppen. Packen wir mal das Smartphone aus. Oh, das wird wahrscheinlich zu einfach, jetzt hier durch die Vordereingangstür. Stimmt wieder so ein Hintereingang. Ablenken können wir den, dann könnten wir quasi da rein. Wenn ich jetzt das Tor aufmache, fängt er bestimmt an zu heulen. Warum ist das Tor auf? Das Tor nicht auf? Okay, cool, die haben ihn abgelenkt und jetzt sind wir erstmal da drin. So, das Tor wieder zu. Verdacht schöpfte doof. Oh. Okay, das ist auf jeden Fall einer. Wir sollten mal die Kameras hacken und ein bisschen gucken, wer so rumtigert. Okay, da ist noch einer. Kollege vom Rohr. Können wir jetzt weghauen, wenn wir wollten. Machen wir aber nicht. Und auf jeden Fall den scheiß Zugangscode. Er hatte ihn nicht, richtig? Auch nichts. Wenn hier noch ein paar. Da ist ein Aufzug, okay. Auf jeden Fall noch ein paar Typen und mal ein paar Kameras. Ah, da oben eine Kamera. Ah, da unten steht doch wieder einer. Was hat der? Kann Verstärkung rufen. Tür, da ist eine Kamera. Und steht wieder einer. Eine Kamera bei sich, auch nicht schlecht. Sprengen. Aber kein Sprengen, ich will diesen scheiß Code haben. Ja, hier hinten ist nichts weiter Auffälliges. Nein, nein, nein. Ja, da drinnen ist. Au. Okay. So ein dicker, verpanzerter Typ. Schauen wir mal hier drin rum. Da steht noch einer. Ablenkung, pornosüchtig. Ja, klar, dass solche Leute für den arbeiten. Kommunikationsstören. Vielleicht, aber da hinten läuft einer. Muss ich erstmal hinkommen. Hier haben wir die Cam. So, in dem Büro ist eine Kamera, wie es aussieht. Nope, nicht, aber hier läuft auch keiner rum. Feuer bewegen. Was mit dir? Auch kein Code. Weitere Kamera. Da ist wieder eine Cam. Aber auch nicht wirklich weit. Okay. Was hat der? Stärkung rufen hat aber auch keinen Code. Code wird ja nicht in irgendeiner Schublade liegen. Von aus. Da oben steht noch einer. Ah, cool. Sagt Sam, der Sicherheitscode. Besten Dank, mein Freund. So, jetzt haben wir auch schon ein paar Leute aufgedeckt. Nur noch das Büro finden, ne? So, wir sind auf jeden Fall schon mal hier drin. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle nacheinander kalt machen soll. Eine E-Verstärkung rufen. So, da hoch müssen wir auf jeden Fall. Okay. Machen die nacheinander kalt, würde ich sagen. Da stecken wir uns da drüben. Alarm könnten wir anmachen, dann könnten wir dem eine passen. Schalldämpfer auf unserer Knarre. Wahrscheinlich dürfen wir aber nicht entdeckt werden. Darüber. Läuft der ganz weg, was auf der. Da drüben hat es. Dämlich. Direkt gesehen werden. Naja, kann man den helfen. Das anders einfallen lassen. Gehen wir doch mal ins Waffenmenü. Ins Herstellungsmenü, oder?
Köder. So, herstellen. Und Köder. Auswählen. Das war jetzt doof. So nicht geplant, aber gepasst. So ist ach, der Typ. Scheiße. So. In einem Gebäude, dann holen wir uns erstmal den da. Okay. Da runter. Ah, und der hier. Okay. Der hat eine Kamera. Jetzt bei Kauer sieht er das da. So. Der kann Verstärkung rufen. So, haben wir erledigt. Mal weiter. In der Ecke rum. So. Hinten war keiner mehr, ne? Auf jeden Fall da hochkommen. Das heißt, wir müssen da rein zu diesem Typen da. Natürlich brandgefährlich, es sei denn, wir packen einfach mal den Granatwerfer aus. Mal schauen. Ich würde sagen, können wir zumachen, dann sind wir ungestört. Finde ich auch Verdacht. Wie komme ich da hoch? Vielleicht den LKW davor fahren. Pass auf, machen wir mal die Tür zu. Gucken wir mal, was passiert. Ich lasse mal hier in den LKW rein. Sicherheit fahren die Kiste. Irgendwie kommt man doch bestimmt auf das Dach ohne mal Zeug rum. Der LKW ist nicht hoch genug. Nee. Auf jeden Fall da hoch, verdammt. Der LKW bringt nicht viel, weil das ist zu tief. Der LKW raus. Vielleicht kommen wir von der rechten Seite. Ah, da drüben könnte man hochkommen. Aber über das Dach, da ist nämlich ein Fenster. Ach, da steht jetzt gerade ein Stapler. Scheiße, hätte man gar nicht gebraucht, den Mist. Okay, einfach hier drauf. Stapler anschmeißen. Schauen wir hier oben. Kommt jetzt nicht hier hoch oder was? Waschen. Tja. Ah. So, jetzt sind wir hier auf dem Dach. Ich bin in das scheiß Fenster rein. Das habe ich nämlich gesehen, da ist ein Fenster auf. Aufpassen, ob hier noch jemand ist. Ach, guck mal. Ja, jetzt gehackt. Scheiße. Au, 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 der Fette sucht uns. Aha, Kommunikation unterbrochen. Kein Schalldämpfer, scheiße. Jetzt schießt der mich ins Quark. Geh mal da rein. Nichts. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Schön, dich zu sehen. Legst du mich aufs Kreuz, Mann? Ich hab die Pierce-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor eben warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Du verdammter Wurst. Okay. Dich lasse ich nicht entkommen. Okay, dann schauen Sie das Ziel gekriegt noch. Ach so. Pisse. Mehr Leute, sofort! Mehr Leute, verpiss doch. Ich habe meine Ruhe. Steht natürlich am Ausgang dieses Teil. Die Karre nehmen. Ich muss ihn ruhen lassen, Pisse, ja. Auf das Tor. So. Jetzt muss ich den Pisser finden. Wo will er lang? Das ist natürlich da, dass der unten rumfährt. Scheiße, zurück.
rüber, schnell dahin. Das ist in unserer Reichweite, gehen wir am Keks. Den Wichser ärm ich! Ich hasse mal platt mit deinem Pisser. Ups, Entschuldigung, ich habe euch die Bank geklaut. Naja, aber ich habe keinen verletzt. Hey, du Wichser. Ich komm nicht gleich. What the fuck? Haltet der uns im Land, ey. Komm, du Pisser. Das ist jetzt die richtigste Karre dafür. Das ist die geilste Karre. Pisser, ey. Ja, fahr du, Wichser, fahr! Super, du Pisser. Das ist die geilste Karre. Ich hab natürlich so eine kleine Packskiste. Ja, da war ein ausgeschaltet. Pisser. Ich bräuchte ihn nur stoppen und dann einfach wegknallen, aber das wäre zu einfach. Ich versuche ihn zu rammen. Nein, bleib drin in der Kiste, Alter. Was machst du? Schön, dass ihr aus dem Auto rauscht. Ihr seid heute nicht da. Das ist richtig krass. Ramin, worauf wartest du denn? Wow. Jetzt Feuer hier. Gib Gas und ramm ihn! Gleich spürt er was. Ich mein neues Auto. Wichser. Scheiß drauf, ich ran den Kerl! Jetzt kommst du nicht mehr weiter, so. Schnell, 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 schnell. Achtung, er kommt von der Seite! Er ist bewaffnet! So, jetzt habe ich schon platt gemacht den Pisser. Brauche ich eine Karre, weil die Wichser mir hinterher sind. Wow, 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 da kommt er. Verdammt! Der Akku ist leer. Das ist spannend vom Handy. Jawohl. Mal wieder einen los. Das war's mit dem Schrott. Mal rein. Such weiter. Dass der uns schon hinterher kommt. Fuck, wo ist der hin? Gut, dann hauen wir den lieber ab. Hier rechts. Ja. Irgendwie hier rauskommen. Scheiß grauen Kreis. Aber die nehmen ja auch los. Scheiße, der Boss geschafft. Braucht uns woanders. Abmarsch! Ja, sehr schön. Was war das? Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Okay. Das war zerbrechliche Ware. Damien kennt mich zu gut.
Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Niki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay, fürs Erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen.